die Maschinenraumtür, die steht auf. Ich werde da mal runtergehen und mal gucken. Da ist bestimmt einer unten, der uns was erklären kann. Martin, Mensch, wo warst du da? Oh, der guckt. Hallo. Moin. Moin. Ich bin gerade am Ölpeilen. Ja. Bin jetzt aber fertig. Bist fertig. Oh, was sehen wir denn hier alles? Hier sind zwei riesen Motoren stehen hier drin. Ja, das sind unsere Hauptantriebsmaschinen. Zweimal MTU, ja. V8. Ja. Insgesamt 2750 PS. Ist doch tüchtig, ne? Ja, da kommt schon was. Was schlucken die denn so, wenn du richtig voll fährst? Im Einsatzfall haben wir einen Verbrauch für beide Maschinen ca. 500 Liter pro Stunde. Oh, nicht also schlecht. Eine ganze Menge. Ja. Ja, wenn wir dann hier ein Stück weiter gehen, haben wir hier unsere beiden Reinigungsgetriebe. Ich guck da mal rein. Genau. Hier. Ja. Ja, hier kann man auch sehen, dass wir hier noch eine Hydraulikpumpe haben, eine große, ja, die den Wellengenerator antreibt. Aha. Das ist also unsere Stromversorgung. Ja. Sobald der Motor dreht, beziehungsweise sobald die Welle dreht, ja, können wir mit dem Wellengenerator Strom produzieren. Wir haben aber zusätzlich auch noch einen Hilfsdiesel. Ah, da hinten, ja, okay. Also quasi ein eigener Motor, ja, der Strom produziert. Okay. Ja, hier kann man das wahrscheinlich ein bisschen besser sehen. Unsere Welle. Ja. Mit einem Festpropeller. Ah, Festpropeller, kein Verstellpropeller. Kein Verstellpropeller, also insgesamt ein dieselmechanischer Antrieb. Aha, okay. Ja, das hier ist unsere Heizung, damit wir es auch nicht warm haben, warmes Wasser kriegen. Und die Motore, wenn die denn, die werden vorgeheizt auch, frage ich mal so? Ja, die Motore, genau, werden auch über diese Heizung vorgeheizt. Ja. Kann man hier sehen. Also das Kühlwasser wird quasi vorgewärmt, damit wir, ja, immer klar zum sind. Ach so. Also relativ schnell auch relativ viel Gas geben können. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass die Motoren vorgewärmt werden. Ja, haben so eine Grundtemperatur von 40 bis 45 Grad. Ja, warte mal, ich guck mal hier rauf. Ah, hier, genau, ist das die Motorenüberwachung hier? Genau, das ist der, ja, sogenannte LOP, Local Operator Panel. Ja. Von hier aus kann ich die Maschine fahren, ich kann sie aber genauso auch von oben, vom Fahrstand, ja, fahren. Ja. Und hinter dir, was ist das für ein schöner Laden hier? Das ist unsere Hauptschalttafel, hier findet also alles Elektrische statt. Ja. Hier werden die Vorwärmung, die Kompressoren, über dieses SIMAP wird der Dieselgenerator gesteuert, ja, hierüber wird der Wellengenerator gesteuert. Aha, okay. Das hier ist der Landanschluss. Oh, das sämtliche Sicherungen verbaut. Gewaltig, gewaltig zugebaut, wenn man hier so reinguckt. Und auch ein Haufen Kabel hier. Mein lieber, ja, Scholli, da ist ja richtig was los bei dir hier unten. Ja, ordentlich Werkzeug hier, alles aufgeräumt. Aber geht ja nichts kaputt an so einem Seenotkreuzer, oder? Naja, Kleinigkeiten gehen schon kaputt, aber im Großen und Ganzen, ja, ist dieses Schiff in einem recht guten, sehr guten Zustand, will ich sagen. Okay. Und was ist das hier oben für ein Gitter? Was hat das zu bedeuten hier? Das ist unser Maschinenraumlüfter. Ja. Diese Motoren brauchen ja eine ganze Menge Luft. Okay. Damit sie ihre volle Leistung entfalten können. Hier sind unsere Luftfilter. Ja. Das heißt, über diesen Lüfter wird die Luft reingeschoben. Okay. Der hat zwei Stufen. Ah, sieht man hier, ja. Genau, hier oben kann man das Luftrad sehen. Das, ja, Luftrad sehen. Ja. Ventilator. Okay. Ja, also wenn man hier bei voller Fahrt hier lang geht, dann wird im Winter natürlich sehr kalt. Okay. Und zusätzlich her stehen auch nicht der Sturmhut, dass ich diese Frisur habe. Ja. Ansonsten. Ach, ich dachte, hatte, das ist. Ich dachte, das ist ein Produkt dessen. Aber okay, hast alleine gemacht. Nein, 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 alles nein, klar. Gut, da hinten geht es noch weiter. Wollen wir dann noch mal gucken, wo es, ja, dahin geht? Gerne, gerne. Hier haben wir unsere Deck-, Wasch- und Glänzpumpe. Ja. Das heißt, falls wir mal ein Problem haben, Wassereinbruch, ja, ist diese Pumpe dazu da, uns die Bilgen leer zu machen. Okay. Hier haben wir Feuerlöschpumpe, die bringt 6500 Liter pro Minute nach oben auf unseren Feuerlöschmonitor. Super. Was ist das für ein Schrank hier? Was ist das mit unserem Motor? Genau, das sind zwei E-Motoren. Das ist unsere Hydraulikanlage, Zentralhydraulikanlage. Ja. Von hier aus wird die Heckklappe des Tochterbootes gesteuert, von hier aus wird der Bugschallruder gesteuert. Alles klar. Ja, der Motor zum Tochterboot hochholen, ja, wird, okay, von hier aus über diese Motoren, also die Hydraulikpumpen, angetrieben und quasi auch gesteuert. Hier neben haben wir noch einen Bilgenwasserentöler. Oh ja. Der ist dazu da, um aus unseren, ja, Bilgenwasser, also das zu separieren, ja, in Öl und Wasser. Okay. Das Wasser können wir dann nach Außenbord drücken, wenn das eine gewisse oder wenn das gewissen Umweltvorschriften entspricht. Ja. Und das Öl bringen wir in einen Tank und geben wir dann den Hafen ab an einen LKW. Vorbildlich. Da hinten steht Tür auf See geschlossen halten. Wo geht's dahin? Wollen wir dann nochmal gucken? Können wir gerne machen. Da geht's in den Rudermaschinenraum. Oh, hinterher, hinterher. Aua, hier Staubsauger. Nicht, ja, schlecht. Staubsauger zum täglichen Reinschiff, natürlich ganz wichtiges Utensil. Ja. Hier haben wir unser Atemluftkompressor.
Ja, der ist dazu da, um unsere Druckluftflaschen zu füllen. Aha, und das sind diese riesen Abgasleitungen hier, oder? Das sind richtig gewaltige Teile, ne? Richtig. Ah, hier ist noch eine Pumpe hier unten, eine Hydraulikpumpe auch. Das ist Rudermaschine. Ja, aha, okay. Rudermaschine, eine Hydraulikpumpe, dort haben wir die zweite. Zwei Hydraulikpumpen. Genau, okay, ja. Und dann das System. Also, wir können sie natürlich auch zusammenlaufen lassen, was es in den meisten Fällen auch passiert. Ja. Aber grundsätzlich, wenn eine kaputt geht, ist das kein Problem. Wir sind trotzdem manövrierfähig. Dorthin sind unsere Ruder. Ah ja, das sieht man da gerade noch, die Quadraten. Ja, über den Schläuchen, genau. Ja. Ja, und so eng ist es hier eigentlich, weil hier das Tochterboot schon drin liegt. Ach, das ist die Tochterbootwanne hier oben. Genau. Okay, ja, das kann man jetzt hier kennen, hier oben, ja, alles klar. Das ist, wenn man das... Feuerlöscher, auch Leinen und Schläuche, ja, und allerhand Zeug da. Mein lieber Scholli, ganz schön zugebaut. Brauchen wir alles auf See. Martin, das sieht sehr, sehr gut aus bei dir hier, und das muss ich mal so sagen. Schön geputzt, alles ordentlich. Ja, und sehr umfangreich. Wir sagen erstmal Danke von hier unten, ne? Martin. Ciao, ciao.